aber sie wussten, es würde so enden. Ihre Freunde tot. Die Welt in Flammen. Und sie allein. Sie haben versagt. Ich bin da. Ich habe es geschafft. Endlich sind wir angekommen. Wow. Sieht echt nice aus. Willkommen. Mir hat es gerade ein bisschen die Sprache verschlagen. Lugo erhangt. Adams erschossen. Und wir sind eigentlich noch eine leblose Hülle. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Jetzt sollen wir es geschafft haben. Ausgerechnet jetzt, wo sowieso alles zu Ende ist, ergeben Sie sich urplötzlich. Nicht schlecht, Walker. Ihnen gelang, was der Sturm nicht schafft. Die 33. zu vernichten. Bitte nur herein. Mein Körper ist geschundet. Nun, da Sie hier sind, möchte ich Sie etwas fragen. Meine Klamotten zerfetzt. Sie, als Sie nach Dubai kamen, als Sie sahen, was ich getan hatte, hielten Sie es für das Werk eines Irren? Ja, ich dachte, Sie hätten den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja, das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen, ich bin so normal wie Sie, Captain. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Da ist er. Der Mann allen Übels. Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. So, fertig. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los, verdammt? Ihnen gehen zum ersten Mal die Augen auf. Das schmerzt, nicht wahr? Nur zu? Was denken Sie? Das waren Sie? Nein, Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? Das Bild. John? Sind Sie das? Sagen Sie es mir. Ich hab die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel.
Was zur Hölle? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Drehen wir jetzt komplett durch? Er hat sich selbst hingerichtet. Aber... Es scheint, die Berichte über mein Überleben waren stark übertrieben. Das ist nicht möglich. Glauben Sie mir, ist es. Wie? Nicht wie. Wieso? Sie sollten nie hierher kommen. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Was hier geschah, war nicht in meiner Kontrolle. Was das? Nichts wäre geschehen, wenn Sie einfach aufgehört hätten. Aber Sie machten weiter. Und wofür? Wir wollten euch retten. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo. Er wollte es nicht hören. Wir hatten keine Wahl. Er hat uns zu verdammten Killern gemacht. Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen, bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr. Walker, komm zu dir. Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass sie hier sind, weil sie sich als was fühlen wollten, was sie nicht sind. Ein Held. Lugo. Du hast mich sterben lassen. Ich bin hier, weil sie ihre Taten nicht akzeptieren können. Das hat sie zerstört. Colonel? Colonel, bitte. Was ist denn los, Walker? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Sie brauchten einen Sündenbock und schoben es auf mich. Einen Toten. Ich weiß, die Wahrheit ist hart, Walker. Aber es ist Zeit. Nur Sie sind übrig. Und wir können nicht für immer weiter leben. Was ist das? Ich zähle jetzt bis 5. Dann drücke ich den Abzug. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. 1. Nein. All das. Alles. Es war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. 2. Ich wollte nie jemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? 3. Niemals! Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Stärker als Sie es waren. Wie Sie meinen, Walker. Was immer jetzt auch kommt, seien Sie nicht zu hart zu sich. Selbst jetzt, nach all dem, können Sie noch nach Hause. Nach Hause. Sie glücklicher. Nach Hause. Was erwartet mich dort? Ein Orden. Was jetzt, Sir? Hä? Die Männer fragen. Was tun wir jetzt? Wir erfüllen unsere Mission. Und was wäre unsere Mission, Sir? Holen Sie mir ein gottverdammtes Funkgerät. Hier spricht Captain Martin Walker. Er bitte umgehende Evakuierung von Dubai. Überlebende. Einer zu viel. Oha! Das heißt, wir haben uns alles die ganze Zeit nur eingebildet, dass er mit uns spricht, dass er die Männer befehligt. Dabei waren es keine Männer mehr, die befehligt wurden. Die 33. waren einfach nur auch Piraten, Plünderer, die einfach nur sich selber irgendwie durchhauen wollten. Wo
Und wir wollten dem einen irgendwie ein Gesicht verpassen. Doch warum hat er sich damals selbst erschossen? Weil er wusste, dass er einen Fehler gemacht hat? Weil er so nicht mehr nach Hause zurückkehren wollte? Ich weiß es nicht. Hammer, geiles Spiel. Wie gesagt, deutsches Werk. Zwar auch Amerika und Dubai wieder was Typisches, aber es ist nichts Kriegsherrlichendes. Man ist nicht der Held. Man ist ein verdammter Killer. Man tut genau das, was der Krieg eigentlich auch ist. Man tötet, um selber zu überleben. Man tötet Zivilisten. Man tötet andere, man tötet seine eigenen Kameraden und man tötet feindliche Soldaten. Genau das ist der Krieg im Endeffekt. Naja, kommen wir mal zum Fazit des Spiels. Also was ihr natürlich bemerkt habt, ist, dass ich mich ziemlich darüber aufgeregt habe, dass man ziemlich weit kommen muss, damit ein neuer Kontrollpunkt kommt. Und dass man alles davor nochmal nachmachen musste. Man musste alles nochmal neu spielen, wenn man gestorben ist. Das geht gar nicht. Das ist unglaublich. Die Gegner waren relativ intelligent. Waren jetzt nicht so die Massen. War noch in Ordnung. Die haben auch mal Granaten geschmissen. Deckung gewechselt. Sich gegenseitig auch gedeckt. Aber die eigene KI war ein bisschen blöd. Und ich finde es auch immer ganz interessant, dass die Munition der KI schwächer sein muss jedes Mal anscheinend, weil sie auch irgendwie die Gegner nie fertig kriegen. Ich weiß es nicht, was daran jetzt wahr ist oder nicht. Keine Ahnung, was daran jetzt liegt oder nicht. Unglaubliches Spiel. Ein unglaublich geiles, krasses Spiel. Nicht die beste Grafik, aber eine schöne. Wirklich eine sehr schöne Grafik. Nicht gerade, also eigentlich gar keine Gesichtsmimik. Es war immer gleich. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber als er auch eben gerade mit Conrad gesprochen hat, hat er auch kurzzeitig, wo nur er da stand, seine Lippen für Conrad bewegt. Also er selber, es ist. Und diese beiden Figuren, die da hängen. Aber die Sniper waren doch da. Die Sniper waren doch in dem Moment dort und haben doch auch auf uns gezielt. Und wir sollten uns entscheiden. Entweder sollten wir einen töten und die werden abgezogen. Oder wir haben es ja so gemacht, wir haben die abgeballert. Aber ich verstehe es nicht. Puh, Cast Singleplayer, Nolan North, Captain Martin Walker, Christopher Reid, First Lieutenant Alfonso Adams, Omid Atay, Sergeant John Lugo, Conrad Rodiamo, Patrick Quinn, Christoph Cox. Also ich muss sagen, die Synchro ist echt gut gewesen, also vor allem für ein deutsches Spiel. Gut, wir hatten natürlich jetzt in dieser Variante den Vorteil, dass es halt bei uns entwickelt worden ist in Deutschland. Weil das Problem ist bei den Spielen, dass halt die Skripte 5000 Mal umgeschrieben werden und dass diese Synchronisierer meistens nicht, vor allem wenn es in Deutschland von Amerika kommt und wir Deutschland sollen synchronisieren, meistens kein Videomaterial haben, weil, wie gesagt, das alles noch umgeändert wird. Ergo, die Leute kennen überhaupt nicht die Szene, die gerade gesprochen wird. Die können sich nur einigermaßen denken in der Art und Weise. Daher ist die Synchro, es wird halt, beim Spielen wird das nicht Synchro genannt bei Spielen, sondern es wird ein bisschen anders getauft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie. Dann kann ich jetzt nicht sagen. Orten, glaube ich, so ein bisschen. Irgendwie sowas. Additional Art 2K China, bla bla bla. Art Manager Mao Jingming. Shanghai Art. Tja, da haben die es gezeichnet, aber die haben es einfach drauf. Blind Squirrel Games.
Und der letzte Soldat, der noch da mit uns gesprochen hat, der war blind, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Also, ich habe den irgendwie blind in Erinnerung. Also, das sah gerade so ein bisschen blind aus. Und ich frage mich, wo er jetzt, ja, zu wem er das gesprochen hat. Weil normalerweise ist doch da eine Wüstenwand, also eine Sandwand, die eigentlich alles aufhält in der Art und Weise. Ich kann es nicht sagen. Tja, als nächstes Projekt habe ich noch zwei andere Spiele, die ich eigentlich noch gerne spielen würde. Obwohl eins, sage ich jetzt mal, davon eigentlich eher ein Neben-Let's Play wird. Wahrscheinlich auch kein Let's Play, es wird ein Let's Build haben und damit meine ich nicht Minecraft. Ich habe da ein altes Spiel rausgegraben, wo ich mir dachte, yo, das könnte man ja auch mal starten. Das ist etwas, was ich halt dann spielen werde, so wie ich lustig bin. Wann ich lustig habe. Game Capture Spezialist, okay. ja. Ich muss die ganze Zeit rülpsen und gähnen. Oh, ist das auch gut jetzt mal. Das andere ist ein recht eigenwilliges Spiel. Ich hab's schon mal angezockt. Ich hab's auch ein bisschen gespielt. Also angezockt. Ich hab da 3-4 Level. Oh, ich will nicht überspringen. Nee, das machen wir nicht. 3-4 Levels gemacht. Und habe ich dann plötzlich irgendwann mittendrin aufgehört. Ich weiß auch nicht warum. Und ich glaube, damit das Spiel dann auch mal wirklich durchspiele, werde ich das dann mit euch Let's Playen. Auch schon etwas älteres Spiel. Weil leider kann ich mir zurzeit nicht wirklich die neuesten Spiele kaufen. Ich würde gerne entweder Call of Duty Ghost oder Battlefield 4 spielen. Eins von beiden würde ich gerne auch Let's Playen. Ich weiß noch nicht, welches ich genau jetzt da nehmen werde und ob ich das überhaupt in den nächsten paar General Manager, Senior Directors. Ich weiß noch nicht, ist das jetzt... No Real Tetsuko ist online. Schöne Sache. Aua, was für ein Feed ist das denn jetzt? Tja. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. Ich weiß auch nicht, ob das sich jetzt wiederholt, in der Art und Weise. Ja, wie gesagt, grandioses Spiel. Nicht ganz krasse KI. Super schöne Grafik. Tja, was mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Es ist ein ordentliches Spiel, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich da mehrere Freiheiten, die man da durchführen kann. Boah, jetzt wird die Musik dann laut hier. Mehrere Freiheiten, die man hat. Und daher empfehle ich es einfach mal, es selber mal zu spielen und zu gucken, ob ihr eine komplett eigene Geschichte nochmal bekommt. Vor allem der Abspann eben gerade noch. Muss man ja überlegen, da haben wir gesehen, wie der CIA-Agent verbrannt ist. Wäre es auch da gewesen, wenn wir ihn erschossen hätten? Oder wäre er eine komplett... Wäre dann diese Sequenz, wo wir ihn erschossen hätten, oder wäre es überhaupt nicht erschienen in der Art und Weise? Das ist jetzt die Frage zum Beispiel. Kann ich euch nicht beantworten. Tja, es ist so... Ja. So meine Frage halt. Und ihr seht, ich versuche gerade nur irgendwie noch... ja, die Zeit rumzukriegen. Music 2K. Ah, hier kommen wir jetzt langsam zum Schluss. MP3. Die Sonic. Jetzt nur die Frage, kommen wir auch wieder nach Hause? Oder sterben wir jetzt auch dort elendig? Sie kommen. Schon gut, nicht feuern! Ich verstehe nicht. Was macht er? Sehen Sie seine Augen? Da stimmt was nicht. Captain Walker, wir wollen helfen. Aber zuerst
Legen Sie die Waffe weg. Er gehorcht nicht. Kriegskoller, gebt ihm eine Sekunde. Geben Sie mir Ihre Waffe, Captain. Wir wollen sie nach Hause bringen. Ich hab kein Zuhause mehr. Ihr kriegt mich nicht. Es ist vorbei. Ihr kriegt mich nicht. Ich werde nicht mehr nach Hause zurückkehren. Und ihr auch nicht. Na los, zeigt euch. Keine Lust mehr zu spielen mit euch. Direkt in den Arsch geschossen. Ist erledigt. Will noch jemand was? Oder ist es jetzt vorbei? Ich sehe keine mehr. Da hinten. Los, zeig dich. Gentlemen, willkommen in Dubai. Spec Ops, The Line.